Dann ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den ZFC Meuselwitz. Die Partie endete mit 4:0. Ich begrüße euch hier im Pressekonferenzraum sowie unsere Sponsoren und Gäste in den VIP-Räumlichkeiten und die beiden Cheftrainer Christian Tiffert sowie unseren Gästetrainer Heiko Weber, den ich auch direkt um seine Einschätzung zum Spiel bitten darf. Wir müssen uns heute schütteln. Wir haben verdient 4:0 verloren. Das hätte sogar höher ausfallen können. Wir hatten uns viel vorgenommen, standen aber bei jedem Standard gegen uns irgendwo im Raum, nicht mannbezogen. Haben viele Bälle auf Zickert gespielt und haben ab dem 2:0 vieles falsch gemacht, haben jeglichen Ballbesitz leichtfertig weggegeben und sind dann heute als Mannschaft eingebrochen. Müssen wir ganz klar so sagen. Das liegt an mir selbst. Unsere jungen Spieler schaffen das noch nicht und unsere erfahrenen Spieler können im Moment noch nicht so auftreten, wie wir uns das wünschen und was wir natürlich nicht die Woche erzählt haben. Wenn bei uns 5 Stammspieler fehlen, ist keine Ausrede, 5 Stammspieler, dann sind wir gehandicapt, dann sind wir nicht ganz so stark wie sonst und dann verliert man in Chemnitz 4:0. Glückwunsch an Trainer. Symptomatisch für das ganze Spiel heute ist es 3:0. Ein Freischuss aus 30 Metern, Außenstand, abgefälscht, der fällt ins Tor. Und das war genau ein Spiegelbild des ganzen Spiels. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Weber. Christian, deine Einschätzung bitte. Ja, 4:0, das hört sich klar an. War es vielleicht auch, ja. Okay, was wir in den letzten Wochen so ein bisschen bemängelt hatten, ist nach Führung diese gewisse Souveränität. Also es war auch Thema bei uns in der Ansprache unter der Woche, wo ich auch sehr kritisch mit den Spielern umgegangen bin und heute auch vor dem Spiel, dass es darum geht, dass wir den Gegner keinen Fuß in die Tür machen lassen. Und das haben wir heute von Beginn an nicht getan, nach dem 1:0 nicht, nach dem 2:0 nicht. Wir sind immer scharf geblieben, waren in den Zweikämpfen präsent. Man hat gesehen, dass wir mit, ich sag mal, relativ einfachen Mitteln, aber viel Bewegung und sauberem Passspiel zu Torchancen kommen und zu vielen. Deshalb bin ich, was das angeht, habe ich einen Fortschritt gesehen zu den letzten Wochen, denn auch da haben wir immer geführt und haben dann eher verwaltet, ja, haben dann es an Intensität vermissen lassen. Das haben wir heute nicht getan, waren heute auch gefährlich, wie es Heiko gesagt hat, bei Standardsituationen, die sehr, sehr gut kamen. Der ein oder andere Angriff, muss man sagen, hätte mich gefreut, wenn er vielleicht noch zu einem Tor geführt hätte. Wenn ich da an die schöne Aktion mit Furkan, Chris Löwe denke, das ist schon gut herausgespielt durch viel Bewegung. Ich nenne es trotzdem mal einfach, aber es ist immer schwierig. Ja, es ist 4:0. Ich will jetzt auch nicht sagen, es hätte höher ausfallen können, weil das immer überheblich wirkt. Ja, das will ich nicht. Deshalb bin ich damit zufrieden. Auch mit der Art und Weise, auch des Auftritts und dass ich einiges, was ich unter der Woche thematisiert habe mit den Jungs, dass das heute auch umgesetzt wurde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da will ich jetzt aber keine Namen nennen. Ich wünsche Meuselwitz alles Gute auf jeden Fall. Und heute waren wir eben der klare Sieger und deshalb wir gucken wir von Spiel zu Spiel. Ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Fragen beantworten, was kann nur alles möglich sein oder nicht. Das ist, ja, wir hatten schon andere Zeiten. Jetzt haben wir einen kleinen Flow und der wird wichtig sein für die nächsten Wochen. Und da werden wir mal gucken, dass wir uns mit den Top-Mannschaften messen und die Jungs so vorbereiten, dass wir auch in die Spiele gehen und dort wirklich richtige Duelle haben auf Augenhöhe. Darauf freuen wir uns und deshalb schauen wir einfach, dass wir jedes Spiel abarbeiten. So werden wir es tun. So haben wir es in den letzten Wochen getan. Und deshalb nochmal alles Gute weiterhin an Meuselwitz. Christian, danke dir. Dann jetzt Zeit für Sie und euch Fragen zu stellen, sofern es denn welches gibt. Kurzes Handzeichen, kommt's Mikro. Das sieht nicht so aus. Dann ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Wünschen unseren Gästen natürlich weiterhin viel Erfolg, eine gute Heimreise nach Meuselwitz und wir sehen uns dann hier erst Ende November wieder zum Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.